Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Ha. So, in der letzten Folge hatten wir ja die Quest Ramus Segen gemacht. Und heute, glaube ich, wir müssen jetzt mal in den Trainingssaal schauen, weil da hieß es ja, wir sollten in den Trainingssaal schauen, um wie ein König mit den Königswaffen umzugehen. Und das machen wir jetzt auch. Aber bevor wir da hingehen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr am Ende des Videos mir noch ein Like da lasst, ein Kommi oder auch ein Abo. Würde mich sehr, sehr unterstützen. Und denkt immer dran, Leute, Support ist kein Mord. Also immer schön fleißig den Abo-Button klicken und auch keine Folge mehr dann verpassen. So, jetzt muss ich mal schauen, wie das nochmal ging zum Trainingssaal. Genau, da gehen wir jetzt mal hin. Dann schauen wir mal, ob wir das mit den Königswaffen machen können. Ich muss das Mikro ein bisschen wegschieben hier, so ein bisschen nah dran. So, alles klar. Schauen wir mal, wie es hier ging. Ich weiß das gar nicht mehr. Das haben wir ganz am Anfang vom Spiel mal gemacht. Willkommen zurück, Noct. So, geschieht von einem Kampftutorial. Warp, Imperial Zinsen, Teamwork, das hatten wir schon. Trainingseinheiten. Königswaffen, genau, da ist die Trainingseinheit und das machen wir jetzt mal. So, Stufe 30, Königswaffen. Okay. Hier kannst du das Kämpfen mit den Königswaffen üben. Königswaffen müssen wie normale Waffen ausgerüstet werden. Okay. Beim Kämpfen mit den Königswaffen werden LP verbraucht. Wechsle bewusst zwischen regulären Waffen und Königswaffen, um Noctis vor dem kritischen Zustand zu bewahren. Okay. L1 plus R1 Königswaffen rufen. Wenn der Limitbalken aufgeladen ist, ist es praktisch der blaue deiner Seite. Kannst du dein komplettes Arsenal an Königswaffen herbeirufen? Je mehr Königswaffen Noct besitzt, desto mächtiger wird er in diesem Zustand. Der Limitbalken lädt sich durch Angreifen und Verteidigen auf. Okay. L1 plus E1, Exekutive. Bei aktivierten Königswaffen. Bei aktivierten Königswaffen kannst du mit deinen Gefährten einen mächtigen Angriff ausführen, der Exekutive genannt wird. Je mehr Limitenergie dabei noch übrig ist, desto kraftvoller ist der Angriff. Okay. Wenn du dein Training beenden möchtest, sprich einfach deinen kleinen Freund an. Ich fülle den Balken mal auf. Geil. Wenn du im Trainingsraum verlassen möchtest, sag mir einfach Bescheid. Okay. So, wie mache ich das jetzt? L1. Hä? Geht das nicht? Schwert der Wanderer. Weil wir schon L1 plus R1. Und jetzt? Boah, das ist down. Nee, mir geht das nicht. Das funktioniert nicht. Ich drücke L1 plus R1. Geht nicht. L1 plus Königswaffen, L1 plus R1. Und jetzt? Also, weil ich loslasse, ist der Punkt auch wieder weg.
verstehe nicht. Na komm, tu mir doch mal heil, Mensch. Ein Schmarrn, das funktioniert ja gar nicht. Kein Plan, Leute, wie das funktioniert. Und funktioniert das nicht? Keine Ahnung. Leg los, Konto! Konto! Königslaufen Elend bis E1. Der muss es halten dabei oder wie? Keine Ahnung. Jetzt, ich muss sie erst auffüllen. Ah, okay, jetzt check ich das. Und Abflug! Der war praktisch nicht ganz aufgefüllt. Dann hätte ich ja lang probieren können. Abflug! Weg! Ja, ja.
mal auf den Balken. Egal, los. Nein. Nein, bin ich auf einen Ding tot hier. Na komm, heil mich doch mal. Gut, ich würde sagen, haben wir das auch. Und würde ich sagen, wir verlassen den Saal. Da hinten ist ja der kleine Hase. Yep. Okay, jetzt habe ich das kapiert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie mir den gleich komplett auffüllt, den Balken. Hätte ich ja lang probieren können. Ist klar, dass es nicht funktioniert. Dann den Trainingssaal verlassen. Jawohl. Prompto wurde praktisch mit dem Finger am Auslöser geboren. Wo die Gruppe auch hinkommt. Nocts quirliger Freund ist stets am Drücker. Je mehr Fotos er macht, desto besser wird sein Talent. Ja, ich müsste eigentlich mein Talent auch mal verbessern, indem ich mehr fischen gehe, aber ich habe eigentlich da gar keinen Bock drauf. Und es ladet. Ich hatte nicht mehr aufzuladen. So, dann werde ich das gleich mal im nächsten Kampf ausprobieren, nach dem Training mit den Königswaffen. Mal schauen, wie das dann in den echten Kämpfen ist. So. Okay, Konfrontation mit dem Imperium. Zu Acheloe Basis begeben. Dann machen wir das doch mal, aber erst hole ich mir hier das Zeug. Oh, Steinsplitter. Was für eine hübsche Farbe. So, okay. 2 Kilometer. Ah, da sind ein paar Viecher. Obacht. Warum haben wir so alle so wenig Energie? Kann keinen Halt dran geben. Ey, 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 ey. Was sind die für ein Level?
Okay, 12. Dann hauen wir die mal weg, würde ich sagen. Die Jagdsaison ist eröffnet. Also dann. Komm, Eda. Die Wirkung des Toxins. Schluss mit dem Elend. Da ist noch einer, okay. Ah, da mach ich den. Da ist der vergiftet oder was? Okay, der ist down. Verdammt flink. Nur ein Punkt, was ist hier los? Hau den mal weg. Das geht so weit. Sorry. Okay, okidoki. So, ich würde sagen, wir holen unsere Schokobos. Das wäre geschafft. Lasst uns zurückgehen und zocken. Zurück wohin? Ins Hotel? Träum weiter. Na genau, das ist eh ein Zelt. Ich würde sagen, na, wir übernachten jetzt nicht. Wir reiten hier ein bisschen. Was ist, wenn Nockt alle Kräfte gesammelt hat? Was machen wir dann, Ignis? Leider kann ich nicht für das Schicksal sprechen. Wenn wir die ewig hier rumrennen, nein. Imperium zu plätten. Wollen wir fetten? Ha, nichts lieber als das. Dann kommen wir wahrscheinlich nicht durch, oder? Ey, ey, ey. Und doch komplett rumrennen. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot! Hey Nockt, über dir! Kann man hier hoch vielleicht? Ah, wieder unsichtbare Wand. Es ist ein bisschen blöd gemacht, dass die irgendwie so viele unsichtbare Wände drin haben. Du musst also jedes Mal komplett hier rumlaufen. Was sagst du dazu? Wir sind bei 3 Kilometer, nee, nur noch 2, okay. Allen Kräften unterstützen. Ziemlich genial. Aber wir können jetzt mit den Schokobos durchs Wasser laufen. Ja, unsere Aussicht. Das ging ja, wenn du die anderen Videos verfolgt, ganz am Anfang ziemlich war das. Oder 3., 4. Folge, ich weiß es nicht genau. Wirklich? Schon wieder? Konnte man da ja nicht durchrennen. Wird Hören und Sehen vergehen. Also es geht anscheinend nur auf dem Schokobo. Ich weiß nicht, ob die einen auch angreifen, aber wenn nicht markiert als Gegner. Anscheinend bloß Deko oder so. So. Dieser Spinner ist also echt der Kanzler? Ich hatte schon so eine Vorahnung. So, 1 Kilometer noch. Hilft er uns dann die ganze Zeit? Jetzt geben wir ein bisschen Gas hier, los. Nockt, da oben! Feinde! Ich weiß nicht, ob wir jetzt da hochkommen.
Komm, wir rennen mal gleich hier lang. Nicht, dass wir hinten wieder nicht hochkommen. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Okay, sehr gut. Hoffe ich mal, dass wir bald unseren Regalia wieder bekommen. Das ist ja, glaube ich, die Mission dafür. So. Das war mein erstes Mal auf so einem Schiff. Die Gelegenheit kriegt man nicht alle Tage. Ja, wie so komische Stachelfischer. Ja, die lassen wir jetzt lieber mal, würde ich sagen. Herz für Tiere? Nicht mit mir. Nicht jammern, kämpfen. Also ein Kilometer ist schon ganz schön weit, finde ich. Das hat es mir vorher schon angezeigt. Ewig lang ein Kilometer und jetzt auf einmal sind es doch 900 Meter dann. Also das haben sie hier irgendwie... Stimmt es hier nicht ganz. Die Maßeinheit anscheinend. Dann sollen sie gleich hinschreiben 3 Kilometer, keine Ahnung. Wir sind mittlerweile schon Kapitel 5, glaube ich. Es geht jetzt echt ganz schön schnell. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es in dem Game gibt. Ich wüsste zu gerne, was Nocts Bestimmung ist. Oder was das Level Cap hier ist. Ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen von Level 50, glaube ich, ist Cap. Steht etwas davon geschrieben, dass der König. Bin ja mittlerweile, glaube ich, auch schon 23 oder so. Momentan tappen wir. Schauen wir mal so. Ah, 25, okay. Also, das Level Cap 50 ist, haben wir eh schon die Hälfte erreicht. Ob es die Hälfte vom Spiel ist, das weiß ich nicht. So. 300 Meter noch. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt aber einen Cut und schauen uns dann in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, geht nicht ran. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da oder auch ein Like oder kommentiert euch. Kommentiert fleißig. Freue ich mich auch sehr drüber. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und schauen dann, wie es denn hier mit der Quest weitergeht. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao, euer Andi.